Als Erzgebirgskreis bewegen wir uns seit einiger Zeit am unteren Ende der Infektionsstatistiken. Und das, obwohl die Impfquote noch immer unter 50% liegt. Im Unterschied zu der Zeit, als bei uns die Inzidenz so hoch war wie jetzt in anderen Landesteilen, gibt es dazu keine ausführliche Berichterstattung. Und die Frage, an was das wohl liegt, wird jetzt nicht mehr gestellt. Damals wussten alle, und ich meine die Medien ganz genau, es liegt an der niedrigen Impfquote. Und jeder zeigte mit dem Finger auf das Erzgebirge. Sämtliche Sender gaben sich die Klinke in die Hand und erklärten der ganzen Bundesrepublik, woran es bei uns im Erzgebirge oder generell in Sachsen liegt. Es liegt an den Impfverweigerern, den Querdenkern und den Hinterwäldlern aus der Provinz, und die vielen Nazis sind auch ein Grund. Ich vermute, die haben ja jetzt alle nach Bremen geschickt. Damals war das ein Musterbeispiel. Dort ist trotz höchster Impfquote die Inzidenz bis vor kurzem am höchsten. Verzeihen Sie mir den Sarkasmus. Es wäre doch an der Zeit, endlich einzugestehen, dass wir nach über 2 Jahren Corona-Pandemie nicht wissen, warum sich manches so entwickelt und wie es sich entwickelt. Wir nicht wissen, welche Maßnahmen wie wirken. Ich finde, dieses Eingeständnis ist überfällig und wäre völlig normal. Jedenfalls normaler, als an Maßnahmen festzuhalten, die nachweislich keine Wirkung haben. Zum Beispiel Schul- und Kitaschließungen. Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, Maßnahmen aufzuheben, die Freiheit der Bürger einschränken. Es ist an der Zeit, der Spaltung Einhalt zu gebieten. Es ist an der Zeit, zu lernen, mit diesem Virus umzugehen. Es ist auch an der Zeit, auf andere Stimmen der Wissenschaft zu hören und eben nicht mehr nur noch auf eine begrenzte und ausgewählte Anzahl von Virologen. Ich erinnere an die Pflegekräfte, die Krankenschwestern und Ärzte, die beklatscht wurden für ihren Einsatz, als es noch keinen Impfstoff gab. Sie haben sich aufgeopfert und ihre Arbeit getan. Einen Teil genau dieser Pflegekräfte wird jetzt gedroht, und sie werden von denen beschimpft, falsch an dieser Stelle zu sein und sowieso nicht geeignet für diesen Job, weil sie aus welchen Gründen auch immer sie sich nicht impfen lassen. Und genau von denen, die damals geklatscht haben. Welch eine Falschheit. Das Thema Impfpflicht für Pflegekräfte beschäftigt uns sehr. Wir sind als Stadt Annaberg-Buchholz 100%iger Gesellschafter des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg und auch Mitgesellschafter der Pflegeeinrichtung am Schattenberg. Ich habe für unsere Stadt eine Umfrage vor allem in diesem Bereich tätigen Firmen und Einrichtungen in Auftrag gegeben. Betrifft Ärzte, Arztpraxen, Physioeinrichtungen, Pflegebetriebe und so weiter. Es gab eine große Anzahl von Rückmeldungen. Und sollte es eine Umsetzung des Gesetzes zur Impfpflicht für Pflegekräfte kommen, hätte das für unsere Stadt fatale Auswirkungen. Die Rückmeldungen aus den meisten Einrichtungen zeigen deutlich, dass eine Schließung nicht zu vermeiden wäre. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter würde ein Betretungsverbot für ihre Arbeitsstelle erhalten. Aufgeschlüsselt nach Praxen, wie zum Beispiel Zahnärzte, wäre es noch viel dramatischer. Eine Versorgung wäre damit nicht mehr gewährleistet. Diese Zahlen decken sich mit denen über den gesamten Erzgebirgskreis und meines Wissens nach auch über Sachsen. Wie um aller Welt kann ich dann ruhigen Gewissens eine Umsetzung des Gesetzes fordern? Sollen dann die Patienten und Bewohner alle nach Hause geschickt werden? Oder schieben wir die Pflegebetten dann einfach vor die entsprechenden Ämter? Wir werden den Beschäftigten unserer Einrichtung das Signal geben, dass wir alles dafür tun, solch eine Situation zu verhindern. Und natürlich auch für die Angehörigen. Auch der Landkreis vertritt inzwischen diese Position, worüber ich recht froh bin. Und wir sind auch in enger Abstimmung mit den Bürgermeistern des Landkreises, die hier so ziemlich auf einer Linie sind. Die Menschen in unseren Städten und Gemeinden dürfen und sie können auch erwarten, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Ansprechpartner und Interessenvertreter für alle sind. Für alle, die einen konstruktiven Meinungsaustausch auf der Grundlage unseres demokratischen Rechtsstaates pflegen. Für die Geimpften, die Kranken, die Genesenen und die Nicht-Geimpften. Und wir sind deshalb über die Äußerungen der zuständigen Gesundheitsministerin in der vergangenen Woche über eine vermeintliche Unregierbarkeit von Teilen Sachsen, die auch aus dem Agieren von Bürgermeisterkollegen resultieren soll,
mehr als irritiert, um nicht zu sagen, stinksauer. Wenn eine Ministerin öffentlich bekannt gibt, dass Teile des Landes nicht mehr regierbar seien, muss sie sich die Frage gefallen lassen, ob dieses Amt für sie noch das Richtige ist. Bis hierher möchte ich das Thema Corona und Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen belassen. Und ich hoffe, dass die Entscheidungen getroffen werden, die uns allen weiterhelfen und die richtigen sind.